Ja, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of 2. In der letzten Folge haben wir den Xenobronze X erledigt und damit alle anderen, also alle Elite-Monster erledigt. Und es rückt kein neuer an, es ist kein neuer Quest irgendwie verfügbar. Also ja, da haben wir schon mal alles erledigt. Schade. So, ich war wieder ein bisschen fleißig. Ich habe in der illusionären Dunkelheit alle Umwandlungen freigeschaltet. Ich zeig doch mal jetzt ganz kurz. Hat mich irgendwie einen Tag gekostet oder so, weiß ich nicht. Aber ich habe ja Urlaub, ich habe ja Zeit. Von daher, ich habe alle Dinge hier freigeschaltet und ich werde die jetzt aber nicht zeigen, weil ich werde wahrscheinlich, nachdem ich mit dem Projekt fertig bin, noch so einen kleinen Bonuspart drehen, wo ich dir an alle mal zeigen werde, wo ich ein bisschen rumalbern werde. Deswegen, ja. Das kommt alles noch, werdet ihr noch alles sehen. Aber jetzt erstmal zum Geschäftlichen. Wir haben, und das ist mir schon sehr lange aufgefallen, ja, 98 Katzen. Und das trägt mich ein bisschen auf, weil ich dachte, irgendwann kommt vielleicht noch ein Gebiet, wo die letzten beiden kommen. Aber dann habe ich mit dem, hier mit der Liste und hier mit den ganzen Gebieten hier alles nochmal abgeklappert. Und wie es aussieht, habe ich ein Gebiet wirklich verpasst. Und hier, das wäre der Aladdin-Pfad. Ich habe Gallia-Pfad gesehen, die Akera-Geisterkuppel und da so was. Und ich bin übrigens Level 150, ja. ja, Gallia-Pfad, Aladdin-Pfad nicht vorhanden. Also da muss noch irgendwo eine Katze sein. Suppi. Dann suchen wir mal im Aladdin-Pfad. Also das erste Gebiet sozusagen in Risemaxia und da habe ich direkt eine Katze übersehen. Lecco mio. Ich dachte, jetzt habe ich vergessen zu speichern, aber das ist hier nicht das Gebiet. Doch, das ist vor Amel, aber irgendwo habe ich doch auch so weit nicht gefunden und ich sehe auch hier nirgendwo eine Katze, also muss ja wohl hier irgendwo eine sein. Das heißt, wir müssen hier nochmal alles durchklappern. Wahrscheinlich irgendwo hier zwischen den Steinen oder irgendwie so was. Mittlerweile kennen wir uns ja aus. Ja, und da muss ich noch natürlich mindestens zweimal die Katze losschicken, damit ich ja die Dingens hab hier, die hundertste. Wir werden dann wahrscheinlich zwei Stück. Warum suche ich hier eigentlich nach diesen Glitzerdingern? Ich sollte vielleicht nach der Katze gucken. Ich gehe auf die ganzen Dinger hier los, aber die brauche ich doch gar nicht. Muss ja aber die Katze finden, ey. Die letzte Katze. So, ich meine übrigens Level 150 mit jenen. Ich wollte nicht mehr weitermachen. Und ja, keine Ahnung. Die ganzen Glocken, die man finden konnte, diese antiken Glocken, die habe ich gefunden, indem ich immer wieder nach ein paar Mal herausgefunden habe, welche Gebiete man, also man muss ja mit jeder Charakter hat ja so zwei Portale, mehr oder weniger. Und ich habe einfach mal so ausprobiert, bei welchen ersten und bei welchen zweiten Portalen immer so eine Wüste ist. Weil von diesen Bakura-Viechern bekommt man auch, glaube ich, ein, zwei Glocken. Und ja, die drei Dinger, die man da finden muss, da bekommt man auch sechs Glocken. Das Anfangsgebiet bekommt man auch sechs Glocken. Also ja, ich habe dann immer hier diese Wüstengebiete hier gemacht, weil da ein paar Bakuras rumliefen. Und ja, dann ging das ganz schön schnell hier mit den Glocken. Also nicht schnell, aber wahrscheinlich schneller als, weiß ich nicht, irgendeine andere Methode. Keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwie eine bessere Methode. Jedenfalls habe ich dann immer bis zu den Schatten von diesen unbekannten Typen hier, deren Namen nicht erwähnt werden sollte, gekämpft. Bin ich hingegangen, meine ich. So, siebenmal insgesamt. Und ja, keine Ahnung, als ich halt erstmal da hingegangen bin. Ich habe ja die ganze Zeit diese Katzenwaffen ausgerüstet, weil da irgendwie die Drop Chance hier ein bisschen erhöht ist. Ja, ne, da muss ich auch gleich nochmal was erwähnen. Und zwar zu den ganzen Waffen, die wir neu erstellen können. Ich habe die Waffen, die Katzenwaffen habe ich aber ausgerüstet, weil die eine höhere Drop Chance haben. Jetzt weiß ich nicht, ob das alles deckt oder so, aber ich habe einfach mit jedem Charakter ausgerüstet und dann habe ich einfach hier den Knopf für beste Ausrüstung gedrückt. Und ja, leider tun die dann die Teufelswaffen ausrüsten, also die Dinger, die die Abwehr ein bisschen senken.
Das fand ich jetzt ein bisschen doof, weil das hat den Kampf gegen diese beiden Schatten ein bisschen schwerer gemacht. Da habe ich mich auch echt gewundert, warum ich so viel Schaden bekommen habe. Aber naja, war da was? Nee. Ich dachte. So. Dann irgendwann, nachdem ich Level 150 erreicht habe, habe ich dann mal aufgehört, weil, ja, ich will ja nicht zu überpowered sein für das, was noch kommt. Und dann. Jawohl, da ist er. Philbert! So, jetzt muss ich direkt die Katze schicken. Und zwar zum Aladifat. Da wird ja wohl hoffentlich nur eine. Was? Wie 99? Oh, was fehlt denn ja noch? 35%. Ich dachte, hier sind ja zwei Mann. Aladifat, Gallia, Nyakera, Geisterfax, sehr gut, Stromtalwiese. Na. Stromtalwiese, Nyakera, Geister, Sapstraf, Höhenstraße, Krömerpfad. Verdammt, ich muss die nochmal zurückholen. Verdammt, jetzt kann ich ja nicht nachgucken, ey. Abstraf-Höhenstraße, Krümmerfahrt, Thalys-Höhenstraße, Osell-Höhenstraße. Lakutam-Höhenstraße, war die da? Lakutam, königliche Jagdgründe, Monhochland. Lakutam. Ja doch, Lakutam, war Osell-Höhenstraße. Monokland, Zeilenwälder, Selea-Tundra, Tulea-Tundra. Selea-Tundra. Banauer Höhenstraße, Arklandsumpf, Voltea-Wälder. Gibt's doch nicht. Katamar-Gipfel, warte mal, eins fehlt hier gerade. Katamar-Gipfel, Banauer. Arklandsumpf, Voltea-Wälder. Warte mal, Arklandsumpf, Voltea-Wälder. Ne, Arklandsumpf tue ich doch die ganze Zeit. Welche hinschicken? Ne, was? Doch, klar, da. Da muss man in den Dungeon. Die Städten habe ich alle, die Städte habe ich alle, aber. Weiß ich nicht. Gibt's da nicht. Kijafel, Nyakera Heiliggruppe, Sapstraf Tiefwald, bei mir Schlucht. So einfach nicht. Na toll, Nyakera Heiligruppe, weil sie sind ja richtig blöd hier sortiert. Gijarfälle, Nyakera Heiliggruppe, Sapstraf Tiefwald, Vermeer Schlucht. Gibt's doch nicht, ey. Das ist die letzte. Tiefwald, Sapstraf Tiefwald, Vermeer Schlucht, Fort Gandala. Ich glaube, Fort Gandala. Italien, Dimensions. Die Kalmine. Gibt's da nicht. Fesselbe Moor, Kuka-Eishöhle, Nala Lavaröhre. Das gibt's da einfach nicht, ey. Okay, ich mach mal Hirnschnitt und guck mich mal in Ruhe um. Und send schon mal die Katze los. Bis gleich. Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Warum begrüße ich euch wieder? Ich habe gerade einen Schnitt gemacht. Ah, Angewohnheit. So, ich habe mir jetzt kurz eine Liste angetan, wo ich die letzten Katzen finden kann. Ja, Schande über mein Haupt, aber ich wollte das alles heute, also das komplette Projekt heute noch zu Ende bringen. Deswegen habe ich jetzt keine Lust, dass mich hier sowas hier abhält. Und ich bin erstmal jeden Ort hier abgegangen, hatte ich jedenfalls vor, wo nur eine Katze zu finden ist. Und da muss ja irgendwo das sein. Und da bin ich als erstes hier hingegangen. Und da habe ich direkt was gefunden, was mich richtig überrascht hat. Weil da gibt's noch eine Truhe. Und zwar genau da, was ich da drin gefunden habe. Mich auch überrascht. Normales Outfit für Mila.
normale Frisur für Mila und Todfrisur für Mila. Also die Parallel-Mila-Ausrüstung haben wir hier. Also auch nicht schlecht. Cool, war. Sehr schön. Warum hat sich dadurch auch ihre Stimme ändert oder so? Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls bin ich weiter die Liste abgegangen und ich weiß jetzt, welches Gebiet mir fehlt, und zwar die königlichen Jagdgründe. Also irgendwo da muss jetzt die letzte Katze aber wirklich sein. Meine Katze habe ich jetzt schon einmal geschickt, habe ich jetzt direkt wieder losgeschickt. Und ja, ich habe den ganzen nur noch 15 Sachen erstmal bekommen. Ich habe die jetzt sozusagen geschickt, damit sie das seltene Item jetzt von uns holt. Das nächste Mal, wenn da steht, deine Katze ist zurückgekehrt, dann kriegen wir auch das letzte Item vom Aladdin-Pfad. Und ja, das ist eine neue Frage, wo ist die Katze? Das habe ich nämlich nicht nachgeguckt. Das hätte ich vielleicht auch noch machen können. Wenn mir jetzt so ein, aber was soll's. Da ist sie. Wasabi. Meine Güte. Endlich. Oh. Das war die 100. Katze. 10 Minuten habe ich gesucht. Ey. Ja, wahrscheinlich an dem Punkt hier einen Schnitt gesetzt haben. Mal gucken. Eieiei. So, meine Katze ist übrigens zurückgekehrt vom Aladdin-Pfad. Ich habe eine Sonnenbrille bekommen. Was? Ich habe schon längst eine Sonnenbrille. So, schicken wir jetzt da auch hin. Wir haben jetzt 100 Katzen und ja, wir haben 100 Katzen. Jetzt gehen wir nach Triglav erstmal. Zum Ferris Apartment, glaube ich. Was gar nicht mehr Wort war. Ah, das war nervtötend. Ja, da ist sogar was. Ja. Rollo's taken on such a majestic bear lately. And why shouldn't he? Look how many cats he rules over now. I guess so. In fact, he's almost transcended kinghood. He's like a cat emperor now. That even outranks a lord of spirits! What? Was? No one outranks Maxwell. Not even a cat emperor. His majesty begs to differ. All hail Emperor Rollo! This is absurd. Luger, tell them! Niemand steht über dem Herrn der Geister. Die Katzen. Der Katzenkaiser herrscht über alle, ja. What? Isn't it obvious? All you have is the four great spirits. Meanwhile, Emperor Rollo rules over 100 cats. Rollo may have numerical superiority, but if I were to make him bend the paw to me, what of his empire then? Let us settle this once and for all, Rollo. You against me. Jawohl. Stand and fight, Emperor. What is the meaning of all this commotion? Well, it's a violent imperial overthrow, I guess. Jetzt kommt Gaius und mischt da auch mit. Wie, ich bin auch ein König. Ja, der Geister prügelt sich mit einer Katze. Ach, habt ihr sie alle gefunden? Ich kann's nicht glauben. Ich hätte das nicht für miaugelig gehalten. Oh Gott, ihr seid katzliebe Leute. Ich werde auf meinen kleinen Fellknäuel gut aufpassen für den Rest ihrer neuen Leben. Als Belohnung will ich euch ein kleines Geheimnis verraten. Jedes Katzenhalsband erhält nämlich einen Hinweis darauf, wo sich drei vollkommene unglaubliche Schätze verbergen. Der erste Schatz befindet sich unter dem Sitz, auf den König der eingeschneiten festen Platz nimmt. Durch Maxwells Hand versiegelt. Hä? Du redest nicht viel. Hast du etwa ein Kater, Schätzchen? Noch eine Sache, die ihr wissen solltet. Ich bin womöglich allergisch gegen Katzen. War doch nur ein kleiner Scherz. Aber mal ehrlich, man wird schon ein bisschen katastrophisch, wenn man so viele Katzen in seine Kleinzimmer nehmen. Ja, das macht wohl jeden irgendwann etwas kratzbürstig. Oder katzbürstig. Maha, diese Wortspieler. So. Schätze
Soll ich noch bekommen? Okay, muss ich mit dir sprechen? Der erste befindet sich unter dem Sitz auf dem König der eingeschneiten feste Platz nimmt, durch Maxwells Hand versiegelt. Der zweite befindet sich jenseits der engsten Spalte unter dem Land, wo ein prächtiger Frosch haust. Der dritte befindet sich am Fuß eines glänzenden Baumes an einem Fluss, der zwischen Tag- und Nachtzeit fließt. Gott. Okay, erste. Könnte ich mir sogar noch vorstellen, wo das ist. Unter dem Sitz, auf dem der König der eingeschneiten Feste Platz nimmt. Da nehme ich mal an, da ist Gaios Thron mit vielleicht gemeint. Weil eingeschneiter Platz, König, ich weiß noch nicht, ob das mit Maxwells Hand versiegelt irgendwie eine Bedeutung hat. Okay, der zweite befindet sich jenseits der engsten Spalte unter dem Land, wo ein prächtiger Frosch haust. Prächtiger Frosch, Frosch, Frosch. Frosch, Frosch. Frosch, wieso Frosch? Der dritte befindet sich am Fuß eines glänzenden Baumes an einem Fuß, ein Fluss, der zwischen Tages- und Nachtzeit fließt. Keine Ahnung, aber ich denke irgendwie, da ist irgendwie ein Fennmann vielleicht. Ein glänzender Bäume, da gibt's ja irgendwie. Weiß ja, kommt irgendwie davon, weil ich jetzt gerade ja vor ein paar Stunden noch Tales of Zelda 1 gespielt habe. Wo ich ja immer noch die Platin-Trophäe holen will. Und ja, da gibt's ja auch leuchtende Bäume. Aber erstmal gehen wir nach Canberra. Tempeleingang? Ne, Quatsch. Egal. Weil hier bin ich mir so ziemlich sicher, dass hier bei Gaios Thron ist irgendwo. Oder? Oh, kann ich hier die Abkürzung nehmen, bitte? Danke. Eine würde ich Fenmont sagen und keine Ahnung, wie andere sein könnte. Ich gucke jetzt einfach mal nach. Vielleicht ist da was voll Geiles, keine Ahnung. Okay, cool. Obwohl, König der Geister könnte ja auch ein Ding, aber hier ist doch verschneit, also. Prüfen! Therapiekatzen lässt deine Sorgen verschwinden und sorgt dafür, dass alles wieder schnurrt. Okay. Ja, das war richtig. Und das sind jetzt nicht solche, was es war, in Katzenform, oder? Sonnenbrille. Aladdin-Käfer, okay. So, dann. Ja, jetzt wird das schwierig. Geh mal nach Fenmont. Obwohl nicht nach Fenmont, hier nach Dingens hier, wo die Dingens, wie heißt das, Banauer, ne? Da werde ich jetzt einfach mal jeden leuchtenden Baum hier untersuchen. Weil vielleicht ist das ja irgendwo. Obwohl, jenseits von Dingen ziehst du doch Tag und Nacht. Das heißt, das ist mir auch aufgefallen, als ich den ersten Teil wieder gespielt habe. Es wird ja, es ist ja nur in der Nähe von Fenmont dunkel, aber irgendwann, irgendwo war es ja noch hell. Oh, ein Goldviech, was? Ich hab schon gefunden überhaupt? So ein Goldbakur, habe ich den schon. Soll ich den platt machen? Den schnapp ich mir. Den schnapp ich mir. Und das ist ein seltener Typ, ey. Meine Güte. Warum? Ich weiß, wie man effektiv Zeit verschwendet. Der Angriff ist auch ganz schön stark. Ja, bringt es nicht mehr so. Ha! Dann, weiß ich nicht, da. Hier wird es ja schon wieder ein bisschen heller. Deswegen vielleicht irgendwo hier. Nein. Ich mir gedacht so, weiß ich nicht. Wie komme ich da hoch? Gar nicht, okay.
Ja, irgendwie jenseits von Nacht und Tag, irgendwie sowas. Mein majestätischer Froschhaus, da habe ich gar keine Ahnung. Okay, gibt es keine leuchtenden Bäume mehr, verdammt. Komm schon, muss doch irgendwo hier sein, ne? Irgendeiner dieser Bäume muss das sein. Komm schon. Wenn nicht, dann werde ich jeden einzelnen Baum hier abkunden, wahrscheinlich. Da gibt es, glaube ich, noch irgendwo einen Weg. Hm. Ja, da geht's an. Ja, hier wechselt das ja aus zwischen Tag und Nacht. In Vermont sind ja immer Nacht und meine Aufnahme ist gerade ein bisschen am Stottern. Das gefällt mir irgendwie nicht. So, hey. Katzenhalsband. Naja, es geht da wieder, glaube ich. Oder? Naja, jetzt läuft das wieder. So, dann gehe ich noch mal zum Ferris Apartment. Frag noch mal nach. So, Katzenkurier bitte. Wow. So, sag mir mal den Dingen zum zweiten oder dritten. Jenseits der engsten Spalte unter dem Land, wo ein prächtiger Frosch haust. Jenseits der engsten Spalte unter dem Land, wo ein prächtiger Frosch haust. Unter dem Land, wo ein prächtiger Frosch haust. Nein, verdammt, jetzt muss ich ja noch mal ein paar Mal schicken. Nein, ich habe keine Dings mehr. Unter dem Land, wo ein prächtiger Frosch haust. Warte mal. Gehen wir das mal anders. Ist bestimmt da irgendein Boss mit gemeint, oder? Frosch, Frosch. Frosch. Ach, ich weiß. Hier, die meinen diesen Goldfrosch, ne? Boah, wie heißt das Gebiet nochmal? Weiß ich jetzt nicht. Irgendwo in Dingens war das. Ja, da, dieser Dingens hier. Ne, nicht hier. Wie heißt das? Hier, Tartaglian-Kluft. Weil hier ist ja irgendwie so ein Ex-Viech rumgelaufen. Da war ja auch irgendwie so ein Frosch. Weiß ich nicht, irgendwie so Goldtänzer oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Art, weiß ich jetzt nicht. Muss wahrscheinlich ganz unten irgendwo sein. Der muss ganz unten sein, ich weiß es. Es war voll blöd für die Sachen, die wir bekommen, aber egal. Mit der Bad war ganz schön lang, habe ich so das Gefühl. Auch wenn ich jetzt hier so 10 Minuten rausschneiden muss, wegen der Suche. Und trotzdem so auf 20, 21 Minuten. Ja, geht da eigentlich noch, aber vielleicht geht das noch so auf, Dingens. Weiß ich nicht. Eine halbe Stunde rauf, da wäre ein bisschen doof. Frage, jetzt kriege ich jetzt was, wenn ich die drei Schätze finde, oder sagt ihr dann einfach so, nö, das ist alles, wieder das ist alles. So, Tiefen, der ist bestimmt hier. Wahrscheinlich bei meiner tiefsten Spalte. Keine Ahnung. Ja, die Frage ist jetzt nur, wo? Irgendwo. Nö. Was? Ja, so viel dazu. So hier irgendwo sein, oder? Unter der tiefsten Spalte hieß das doch, ne? Ist hier irgendwo eine Spalte? Wow. Weil die ist ja unter, ne? Aber tiefer geht's doch gar nicht.
Oh. Weiß ich nicht. Ich wahrscheinlich auch hier dran denken, irgendwie. Boah, keine Ahnung. Boah, ist das doof. Ich dachte, ich hatte es. Wäre wahrscheinlich vollkommen falsch, ne? Hey, nimm das. Ich brauche das zwar nicht, aber... Okay, keine Ahnung, was ich hier noch alles dranhängen werde, aber der Part ist hier noch nicht zu Ende. Ich mache hier einfach nochmal einen Schnitt und... Keine Ahnung. Sehen wir uns dann gleich. Okay. Okay. Ja. Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ja die Belohnung. Ich merke das noch nicht mal. Okay, hier ist eine halbe Stunde jetzt ungefähr vergangen, aber egal. Komm, wir kommen nach dem Schnitt. Die Dingens hat mich jetzt hier wieder voll. Das ist so eine Angewohnheit, ich krieg die nicht weg. Ich muss immer begrüßen, auch nach dem Schnitt, ey. Vor allem, mir ist halt nicht mal aufgefallen, ey. So, man hat gerade eine Trophäe gesehen, ja. Letzte Katze ist jetzt auch zurückgekommen. Wir haben jetzt alle Katzen, alle Dinger hier komplett. Gehen wir rein, weiß ich nicht. Und ich habe das letzte Ding auch noch gefunden, dass wir jetzt noch hier im selben Part angefangen haben zu suchen. Ich weiß nicht, warum ich immer noch... Boah, keine Ahnung. So. Boah, bin durcheinander jetzt, egal. Ja, sind da die letzten beiden zwei, drei Folgen noch. Kann ich mir halt ja leisten. Das wird wahrscheinlich die vorletzte Folge sein. Also, ja, kein Problem. So, und zwar, ich habe die Truhe geöffnet und da ist das Ding. Die Katzenkappe. Bams. Okay. Weiß ich nicht. Muss jetzt nicht unbedingt ausrüsten. So, der Part ist, glaube ich, schon lang genug. Deswegen sage ich mal, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.